Ein Rollenspiel wie Divinity Original Sin hätte vor 10 oder 20 Jahren zu den Titanen des Genres gezählt. Heute kommen solche Spiele von kleinen belgischen Indie-Entwicklern und werden über Kickstarter mitfinanziert. Aber die klassischen Zutaten sorgen auch heute noch für ein faszinierendes Erlebnis. Da wären zum einen die rundenbasierten Kämpfe, in denen wir ganz traditionell eine Gruppe von bis zu 4 Helden steuern. Hier überlebt nur, wer geschickt die Macht seiner Elementarzauber kombiniert. Ganz einfaches Beispiel: Diese Feuerskelette haben auf brennendem Boden einen Heimvorteil, also führen wir kurzerhand einen Regentanz auf. Danach jagen wir einen Blitzschlag in den Wasserdampf, um alle Feinde darin zu lähmen. In nur einem Zug haben wir das gesamte Schlachtfeld auf den Kopf gestellt. Und zum anderen die riesige Spielwelt, bei deren Erkundung wir ganz auf den eigenen Entdeckertrieb angewiesen sind. Geheimnisse warten überall, aber das Spiel nimmt uns nicht an der Hand und wenn wir nicht genau hinschauen, haben wir eben Pech gehabt. Für Fans klassischer Rollenspiele ist Original Sin damit ein reiner Glücksfall. Das dritte Hauptspiel der Divinity-Serie steckt uns in die Rolle von zwei sogenannten Quellenjägern, zwei Jägern verbotener Magie. Im Einzelspielermodus steuern wir beide Hauptfiguren, aber wir können auch einen Kollegen einladen und das komplette Abenteuer im Koop durchziehen. Los geht's in der Stadt Cycil, wo wir einen magischen Mordfall untersuchen sollen. Klar, dass da mehr dahinter steckt und so stolpern wir bei den Ermittlungen über ein Fantasy-Klischee nach dem anderen. Cycil wird nicht nur von Untoten und Orks bedroht, wir finden uns recht schnell sogar als auserwählter Retter vor dem Weltuntergang wieder. Ohne zu viel verraten zu wollen, schlägt die Handlung später doch noch so einige unerwartete Wendungen ein, aber es dauert eine ganze Weile, bis sie Fahrt aufnimmt. Was aber nicht heißt, dass wir bis dahin nicht gut unterhalten werden. Die eigentliche Stärke von Original Sin liegt sowieso in den Nebengeschichten, über die wir an jeder Ecke stolpern. Manche ernst, manche Divinity-typisch, herrlich absurd, gern auch beides. Hier treffen wir zum Beispiel auf den Geist einer Tochter, die gern mit ihrem Vater, dem kopflosen Nick, ins Jenseits eingehen würde. Wenn ihm eben nicht sein Kopf abhanden gekommen wäre. Den sprechenden Kopf finden wir dann auch, nur hat er sich inzwischen als der singende Stefano zum größten Star auf dem Marktplatz von Cycil gemausert. Und hat so viel Spaß daran, im Applaus zu baden, dass wir ihn erstmal überzeugen müssen, überhaupt zu seiner Tochter zurückzukehren. Fast alles, was wir in der Welt antreffen, kann dabei ein potenzieller Auftraggeber sein. Weil wir das Talent zur Tiersprache gelernt haben, fleht uns hier zum Beispiel dieses Packvieh an, seinen fiesen Besitzer abzumurksen. Oder wir kriegen Rätsel von sprechenden Pilzen vorgesetzt. So gut wie jede Quest verlangt außerdem Entscheidungen von uns. So hat die örtliche Heilerin extra nur genügend magische Heilmittel auf Lager, um einen von zwei todkranken Patienten zu retten. Soll das nun der alte Familienvater sein oder der junge Mann, der sein Leben noch vor sich hat? Diese Gespräche sind meist klassisch geschrieben und laufen selten auf simples Gut oder Böse raus. Es gibt immer für beide Entscheidungen gute Argumente. Deswegen können unsere beiden Hauptfiguren auch unterschiedliche Meinungen dazu haben. Dann lassen wir entweder auswürfeln, wer sich durchsetzt, oder wir spielen Stein, Schere, Papier. Haben wir schon erwähnt, dass sich Original Sin nicht immer allzu ernst nimmt? Je höher der Charisma-Wert einer Figur, desto weniger Siege braucht sie, um sich durchzusetzen. Im Koop-Modus sind damit immer beide Spieler an jedem wichtigen Dialog beteiligt, eine gute Idee. Im Einzelspieler-Modus können wir entweder eine der beiden Figuren für dieses Gespräch von der KI steuern lassen oder wir wählen beide Meinungen. Mit sich selbst zu streiten ist vielleicht etwas komisch, hat aber auch den Reiz, seine beiden Hauptfiguren mit ganz eigenen Charakterzügen zu spielen. Das hat übrigens auch spielerische Auswirkungen. Pragmatische Helden sind zum Beispiel bessere Handwerker als träumerische Romantiker. Abstriche macht Original Sin vor allem bei der Inszenierung. Alle Dialoge laufen als statische Textfenster ab. Das muss an sich nichts heißen. Klassiker wie Baldur's Gate 2 oder Planescape Torment haben ja auch mit kleinen Mitteln große Geschichten gesponnen. Aber trotz aller Cleverness in den Quests und Dialogen kommt Original Sin an deren Erzählklasse nicht so ganz ran.
Es fehlen vor allem denkwürdige Charaktere, mit denen wir uns richtig langfristig anfreunden können. So können wir unsere Zweiergruppe zwar zur schlagkräftigeren Vierergruppe aufstocken, doch auch hier sind die Persönlichkeiten begrenzt. Die paranoide Ex-Quelljägerin Madora zum Beispiel wittert hinter jeder Ecke Korruption, bis hinunter zu den ganz klar dämonischen Katzen der Stadt. Ein recht müder Gag, den die Dame dann auch noch ewig auswälzt. I smell the fear stench of frightened source goblin. Actually, I think that's only roast pig. Ah yes, yes of course. This time. Immerhin bringt Madora aber noch eine eigene Quest mit, die ihr ein wenig Leben einhaucht. Wenn wir statt einer Schwertkämpferin aber vielleicht lieber einen Bogenschützen in der Gruppe hätten, bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Söldner von der Stange komplett ohne Persönlichkeit anzuheuern. Alles in allem bietet Original Sin mit seinen cleveren Quests und Geschichten zweifellos hervorragende Unterhaltung. Aber der Handlung und den Figuren fehlt das letzte Stück Tiefgang, um uns wirklich mitzureißen. Unsere beiden Hauptfiguren können wir komplett frei erstellen und entwickeln. Klassen gibt es zwar, aber die sind nur Vorschläge für bestimmte Startwertkombinationen. Der Krieger legt natürlich mit Schwert und Stärke los, aber er kann später genauso Zauber- oder Bogenschießen lernen. Oder wir pfeifen gleich ganz auf die Fließbandklassen und zimmern unsere Recken vom ersten Attributspunkt an in Handarbeit zusammen. Und da warten auch schon die ersten schwierigen Entscheidungen. Wer zaubern will, braucht natürlich Intelligenz und kann mit Stärke wenig anfangen. Aber Schnelligkeit ist zum Beispiel für alle Helden praktisch, weil sie unter anderem bestimmt, wie viele Aktionspunkte uns in den rundenbasierten Kämpfen zur Verfügung stehen. Bei den Fähigkeiten steigern wir Disziplinen wie Einhandwaffen oder verschiedene Schulen der Magie. Wir sollten aber auch Tricks wie Schleichen oder Persönlichkeitseigenschaften wie hohes Charisma nicht vergessen. Die helfen uns zwar nicht im Kampf, aber der schlaue Abenteurer wird sich damit das Leben schon irgendwie leichter zu machen wissen. Zuletzt picken wir noch ein paar Talente raus, zum Beispiel die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Neue Zauber- oder Nahkampf-Spezialattacken lernen wir nicht bei Levelaufstiegen, sondern indem wir entsprechende Bücher auf dem Markt kaufen. Solange wir die nötigen Punkte in Feuermagiebegabung gesteckt haben, kann so jeder Held Flammenzauber schleudern. Die Charaktergestaltung fällt damit sehr vielfältig und motivierend aus. In den Kämpfen kriegt jede Figur pro Runde eine bestimmte Menge Aktionspunkte, um sich zu bewegen oder sonstige Handlungen durchzuführen. Einige Punkte können wir auch in die nächste Runde mitnehmen, um dann mehr auf einmal zu machen. Dabei kommt es darauf an, die Fähigkeiten unserer Gruppe richtig zu kombinieren und die Umgebung zu unserem Vorteil zu nutzen. Wer nicht mit einer schlau zusammengestellten Heldengruppe und einer kreativen Strategie ins Feld zieht, den bestrafen die oft übermächtigen Gegner gnadenlos. So fühlt sich jeder Sieg wie ein verdienter Triumph an. Der Schlüssel zum Sieg ist dabei oft der richtige Elementarzauber zur richtigen Zeit. Diese Bestie zum Beispiel saugt Meerwasser auf, um eine Flutwelle auf uns loszulassen. Aber wir setzen kurzerhand ihren Wasservorrat unter Strom und leben sie damit. Jeder Feind hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Untote wie dieser Zombie-Troll bluten Gift, wenn wir ihnen unsere Sense in den Wanst hauen. Solange er in der Pfütze bleibt, wird er auch noch langsam geheilt. Aber Gift ist hochexplosiv in Original Sin. Machen wir dem Burschen ein wenig Feuer unterm Hintern, fliegt ihm das Zeug um die Ohren. Und danach geht er mit jedem neuen Treffer und Schleimspritzer krachend in die Luft. Diese Horde von Bombenskeletten würde dagegen liebend gern in die Luft gehen, aber wenn wir mit einem Regenzauber ihre Lunden löschen, werden sie plötzlich ganz harmlos. Manche Feinde, besonders dickere Bossgegner, sind sogar gegen mehrere Schadensarten immun und zwingen uns damit zum Umdenken. Der Wächter hier lässt sich am besten mit Feuerzaubern ankratzen, aber sonst nicht mit viel. Genauso kreativ wie auf dem Schlachtfeld müssen wir auch im Rest des Spiels sein. Viele Aufgaben lassen sich auf unterschiedlichste Weise lösen. Um den anfänglichen Mordfall zu lösen, liegt es natürlich nahe, die Verdächtigen zu befragen. Wer es mit dem Befragen nicht so hat, kann stattdessen auf gut Glück in die Häuser der Verdächtigen einbrechen und sie durchsuchen. Wir hätten vielleicht auch einfach den Schlüssel klauen können, wenn wir denn einen versierten Taschendieb dabei gehabt hätten.
Alternativ hat möglicherweise der Hund des Opfers ein paar sachdienliche Hinweise parat. Fast jedes Objekt lässt sich irgendwie beeinflussen. In diesem Zimmer können wir uns alles schnappen, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Bilder zum Verkauf auf dem Markt, die Waffen zum Ausrüsten und das Essen als Heiltrankersatz. Wenn wir wollen, können wir auch die Einrichtung umstellen oder sogar die Kerzen löschen. Wieso? Na, wieso denn nicht? Was wir damit anfangen, bleibt uns selbst überlassen. Fast jede Handlung wird aber zumindest einmal Teil eines Rätsels sein oder sonst wie beim Weiterkommen helfen. Diesen Raum können wir etwa nur passieren, wenn wir die richtigen Objekte auf die vier Druckplatten stellen. Solche Puzzles müssen wir häufiger lösen, gelungen sind sie aber nicht durchweg. Manchmal bleibt uns nichts als langwieriges, blindes Versuchen, weil wir zu wenige oder überhaupt keine Hinweise kriegen. Umso spaßiger ist dafür die Erkundung der riesigen Spielwelt. Zu entdecken gibt es hier nämlich jede Menge. Diese brennende Truhe etwa. Keine große Sache, denken wir uns, wie das mit dem Regenzauber läuft, wissen wir ja inzwischen. Kurz gezaubert und schon, springt das Ding doch ernsthaft lachend vor uns davon? Überall in der Welt warten kleine und große Überraschungen, versteckte Dungeons und vergrabene Schätze. Aber Original Sin stößt uns selten mit der Nase direkt darauf, sondern belohnt clevere Entdecker. Wer nicht genau sucht, ist selbst schuld. Sogar Teile der Hauptquest können wir verpassen oder bewusst überspringen, um uns früher mit stärkeren Monstern zu messen. Auch das Crafting belohnt Entdecker und Experimente. Wir können einige Rezepte in Büchern finden, aber vieles ergibt sich auch einfach ganz logisch. Wer einen freien Amboss findet und einen Stahlbarren im Gepäck hat, kann problemlos mit dem Waffenschmieden loslegen. Nur die Bedienung lässt noch ein wenig zu wünschen übrig. Unser Inventar fließt schnell über mit Crafting-Zutaten und sonstigen Items. Und trotz Sortierfunktionen finden wir nicht immer sofort, wonach wir gerade suchen. Aber auch das kennt man ja schon aus den Rollenspielklassikern von früher. Und dem Spielspaß hat das damals wie heute kaum Abbruch getan. Wo Rollenspiele heute gern düsterer und vermeintlich erwachsener daherkommen, setzt Original Sin auf eine lauschige, fast schon märchenhafte Welt. Und die sieht richtig klasse aus. Ob wir nun durch den Lucala-Wald streifen oder finstere Heiligtümer einer dunklen Sekte erforschen, die Stimmung passt immer. Aus der Nähe wirken die Figuren vielleicht ein wenig detailarm, dafür punktet das Spiel aber mit einfallsreichem Gegnerdesign. Unter anderem kriegen wir es mit Maschinen wie diesen Roboter-Wächterhühnern und ihrem Rattenschergen zu tun. Und in verschneiten Regionen legen wir uns sogar mit Schneemännern an. Man muss sich natürlich ein wenig auf den teils abgedrehten Stil einlassen, aber er ist in sich immer stimmig. Auch die Zaubereffekte gehen in Ordnung, das Schlachtfeld verwandelt sich meist schon nach wenigen Zügen in ein grausiges Inferno. Die Vertonung kann dafür nicht so ganz glänzen. Die meisten Dialoge laufen ohnehin ganz ohne Sprecher. Zu hören gibt es nur was bei Hintergrundgesprächen wie dieser spontanen Gesangseinlage. Und die bleiben selbst in der deutschen Fassung komplett auf Englisch. Die Texte sind zwar größtenteils gelungen ins Deutsche übersetzt, aber wir stolpern doch immer wieder über Fehler oder sogar Abschnitte, die bei der Übersetzung einfach vergessen wurden. Umso grandioser ist dafür der Soundtrack, der vom friedlichen Waldspaziergang bis zur knallharten Schlacht für alles die richtige Hymne auf Lager hat. Original Sin ist im besten Sinne des Wortes altmodisch. Ein anspruchsvolles, tiefes Rollenspiel, in dem uns nichts geschenkt wird, außer einer Welt, die wir nach ganz eigenen Bedingungen durchqueren und meistern können. Klar, manchmal ist es auch ein wenig sperrig und etwas staubig inszeniert, aber mal ehrlich, damit können wir bestens leben und wir hätten liebend gern auch heutzutage mehr solcher Spiele.